Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video soll es mal um ein neues Thema gehen, was Fortnite betrifft. Denn heute Morgen habe ich einige Nachrichten bekommen mit der Aussage, dass es einen XP-Glitch in Fortnite gäbe. Und den wollte ich natürlich auch ausprobieren. Ich war tatsächlich bei der Arbeit und konnte das nicht direkt machen, aber ich habe mich nicht da lumpen lassen und dachte mir so, ey, nach der Arbeit muss ich dazu ein Video machen. Ich habe dann eben nochmal nachgeschaut und es hat sich einiges rausgestellt, was euch auf jeden Fall interessieren wird. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Ansonsten natürlich auch ein Like da lassen, ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um mich auch in Zukunft auf Ehrenbruderbasis zu unterstützen. Natürlich auch meinen Creator-Code Meta-8 nicht vergessen einzugeben, falls ihr euch den Battle Pass noch nicht gekauft habt. Da würde ich jetzt aber sagen, fangen wir an mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Ja, ihr habt es ja gehört, es soll um einen XP-Glitch in Fortnite gehen. Und das Ganze wurde auch schon videomäßig dokumentiert. Und es gab einige Uploads, die habe ich mir dann auch reingezogen und tatsächlich sah es so aus, als wenn es einen XP-Glitch geben würde. Und das Ganze wollte ich dann natürlich auch hochladen und auch nochmal abchecken und dachte mir so, ey, cool, XP-Glitch, immer geil. Also man kann schnell leveln, weil das Leveln ist immer das ekligste und man will die Skins haben, ohne viel Geld für diesen Battle Pass auszugeben. Und deswegen dachte ich mir so, ey, okay, das ist sehr, sehr interessant, dazu kann ich auf jeden Fall mal ein Video machen. Dann hat sich aber einiges rausgestellt und zwar hat der Leaker iTalk Fortnite heute Morgen schon ein Video oder ein Bild hochgeladen und er hat geschrieben, du kannst im Kreativmodus ganz viel XP AFK farmen. Das Ganze, dann hat er geschrieben, 2,5 mal XP, alle 2500 XP alle 25 Minuten und das kann man halt durchgehend machen, also ununterbrochen. Man kann AFK über Nacht das Ding laufen lassen und man hat 2500 XP in 25 Minuten bekommen. Das Ganze hat sich aber gar nicht so richtig herausgestellt, denn laut Epic Games ist das Ganze nur ein Anzeigenbug und es gibt gar keinen XP-Glitch oder man kriegt dadurch gar kein XP. Es soll nur ein Glitch sein oder ein Bug sein, dieser Glitch, und das soll gar nicht funktionieren. Man kriegt diese XP nicht, es wird einem zwar angezeigt, aber tatsächlich gespeichert werden diese Sachen nie in eurem Account und das ist sehr ärgerlich. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut über diesen XP-Glitch, denn ich habe in der letzten Season oder vorletzten Season auch schon so einen XP-Glitch gefunden gehabt und den auch genutzt und der hat mich wirklich richtig weit gepusht. Ja, schade, vielleicht hat er am Anfang funktioniert und Epic Games hat den wieder dann schnell weggemacht. Bei mir funktionierte tatsächlich auch nicht mehr, ich habe es probiert und da ist nichts passiert. Und ja, nachdem einige Leaker auch geschrieben haben, ey, das Ganze soll nur ein Anzeigenbug sein und das Ganze funktioniert gar nicht, habe ich das Ganze auch direkt mal schnell liegen lassen, dachte mir so, alles klar, das Ding ist dann auch durch, hat sich erledigt. Entweder war ich zu spät oder es hat gar nicht erst funktioniert. Ihr könnt es mir mal gerne in die Kommentare schreiben, aber für jeden Einzelnen, der jetzt noch irgendwo einen XP-Glitch sieht, Bruder, das funktioniert nicht mehr. Das Ding ist durch, ist ciao und funktioniert nicht mehr. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch aufklären konnte für alle Leute, die den XP-Glitch gerade gesucht haben und den auch machen wollten, weil sie von irgendeinem Kollegen gehört haben, ey Bruder, es gibt einen XP-Glitch, check den aus, der ist ciao. Ansonsten Leute, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Ansonsten Leute, ab sofort seht ihr mich immer vor der Cam jetzt, ich versuche es zumindest immer hinzubekommen und nein, damit meine ich nicht die ein oder andere schmutzige Seite, wo ihr euch sonst rumtreibt, wo ihr sonst die Mädels vor der Cam seht. Nein, das ist nicht der Fall, ihr seht nur mich, auch wenn ich sehr gut aussehe, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.